Ja, meine Damen und Herren, begrüße Sie jetzt zur Podiumsdiskussionsrunde mit den Vorständen der Versicherer, die Sie gerade bei dem letzten Vortrag gehört haben. Das sind die Besten im Markt und da freue ich mich natürlich, dass ich die ganz komprimiert hier auf der Bühne habe und auch noch mal ein bisschen ausquetschen darf zu dem ein oder anderen Thema, das ich heute noch nicht angesprochen wurde, aber das sich natürlich erschließt daraus. Dann haben wir noch einige Fragen aus dem Publikum bekommen, die werden wir dann zu gegebener Zeit mit einflechten. Wenn Sie selbst noch Fragen haben oder so, also grundsätzlich zum Schluss hin wäre es mir ein bisschen lieber, aber wenn es ganz dringend brennt, dann halten Sie vielleicht bloß mal kurz die Hand hoch, dass wir dann über die Mikrofone dann Ihren Beitrag vielleicht mit reinbringen können. Ja, ein Tag voller Druckbetankung, wie der Herr Gord es immer nennt. Wir kennen uns ja schon sehr lange und man ist immer wieder überrascht, welche Änderungen sich, sage ich mal, gerade in der Sichtweise für Versicherungen, gerade im biometrischen Bereich, ergeben. Das BU-Thema gibt es ja schon sehr lange im Markt und da möchte ich gleich mal mit Ihnen anfangen, da die Herren am Anfang noch nicht dabei waren, wie Sie denn auf die Idee kamen, diese neuen Begrifflichkeiten für Kunden, Makler oder Versicherer zu wählen. Wir haben anders als in Kranken haben wir immer die Sollbetrachtung mit abgebildet, in BU haben wir in der Vergangenheit die Ist-Betrachtung abgebildet und haben uns jetzt seit einem Jahr mit der Sollbetrachtung beschäftigt. Und die Begrifflichkeiten sind entstanden, indem ich mal überlegt habe, welche Rolle nimmt denn derjenige ein? Kunde ist eine relativ anonyme Angelegenheit. Das ist jeder x-beliebige, das ist ein Mensch ohne Gesicht. Der Schutzbedürftige kriegt sehr wohl ein Gesicht. Und um niemanden anderen geht es ja bei dem Kunden, gerade im BU-Bereich, keinen gesetzlichen Schutz, sondern er braucht ihn. Und der Makler, als Berufsbezeichnung, ist genauso anonym ohne Gesicht. Und eigentlich ist er eben der Auswahlbeauftragte. Das hatten die beiden Begriffe und die Berufsunfähigkeitsversicherung ist in unserem internen Sprachgebrauch, nicht im externen, aber in unserem internen Sprachgebrauch eben nur noch, wenn wir darüber sprechen, die Arbeitsplatzrahmenbedingungsversicherung, weil sich das im Prinzip aus der Leistungsbeschreibung Beruf wie zuletzt ausgestaltet ergibt. So ist das gekommen. Herr Dr. Bierbaum, genau, Mikrofon bitte. Wie empfanden Sie das? Fanden Sie das lustig oder passend? Sie haben ja den letzten Vortrag gehört. Na ja gut, also das mit den Glühbirnensockel, das fand ich dann doch irgendwie lustig. Ja, ich habe mich schon vorher in der Ankündigung gefragt, was ist da jetzt humorvoll. Gleichzeitig zeigt es natürlich, dass das, also man sagt ja oft die BU, das ist ein bisschen unkonkret. Auf der anderen Seite zeigen jetzt hier die Versuche, was ganz Konkretes konkret zu machen, dass es gar nicht so einfach ist. Ja. Und auch an einer anderen Stelle, wo man das gesehen hat, bei Herzinfarkt, Troponin C muss den und den Wert haben. Man weiß ja gar nicht, ob in 10 oder 20 Jahren der Nachweis vom Herzinfarkt mit Troponin C noch der richtige ist, ob man das nicht alles völlig anders macht. Und da merkt man, dass man auch da schnell an eine Grenze kommt. Also insofern teilweise lustig, teilweise aber zeigt es auch, wie komplex die Themen sind. Herr Rapp, wie sehen Sie es? Sie haben irgendwo recht. Also wir sind ja gestartet hier in Deutschland mit der Grundfähigkeitsversicherung und dann sehr schnell auch mit der schweren Krankheitenvorsorge. Bei Canada Life, ein großer Vorteil dieser Versicherungsformen war immer oder ist, dass man genauer definieren kann, wann ein Leistungsfall eintritt und wann nicht. Das fanden wir immer, ist ein großer Vorteil, was Besonderes, was anderes als das, was man kannte oder kennt aus BU oder EU. Dass das nicht immer so einfach ist und dass sich das auch mal wandelt, ist schon ganz klar. Wir haben jetzt gerade die Grundfähigkeitsversicherung in unserem Haus überarbeitet, neu auf den Markt gebracht und haben uns gerade da bemüht, bei den Definitionen auch so nah wie möglich an das Verständnis der Menschen zu kommen und gleichzeitig, aber sagen wir mal, hoffentlich auch nicht lächerlich zu wirken. Unsere kamen jetzt heute hier nicht, aber und die Glühbirne haben wir auch nicht, aber andere, die hier aufgezeigt wurden, sind schon etwas ähnlich wie unsere. Ich finde es schon, dass es ein Vorteil ist, weil man sich als Verbraucher besser vorstellen kann, kann ich jetzt noch eine Glühbirne eindrehen oder nicht, als was ist 50% berufsunfähig. Das ist klar, ist nicht so eindeutig. Wir werden darüber auch noch weiter reden, aber ich meine, es ist schon eher ein Vorteil und man sollte eigentlich auch nicht drüber lachen.
Herr Mehringer, Ihre Meinung? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich glaube, ich möchte mich mal ganz kurz vorstellen. Christian Mehringer, HDI, und dann gehe ich gleich auf Ihre Frage ein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass sozusagen die Formulierungen der Bedingungen in unserer exponentiell sich verändernden Welt natürlich auch nur im Ist passen. Ja, durch fortschreitende Digitalisierung, ich glaube, das wird heute mit Sicherheit auch nochmal ein Thema sein, werden sich natürlich auch Gesetzestexte sozusagen durch die sich veränderte Welt mit Sicherheit anpassen. Und gleichzeitig vielleicht jetzt mal eine Reflexion auf HDI, wie gehen wir mit diesem Thema um? Sie haben ja gesehen, dass im Kontext Transparenz und Qualität wir von Premium Circle ein ganz gutes Votum bekommen haben. Es gibt heute Methoden, um Komplexes einfach zu formulieren. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen Universität Hohenheim, es gibt den berühmten Hohenheimer Index, der sozusagen Komplexes in kundenfreundliche Sprache übersetzen soll. Hier ist es natürlich immer die Konkurrenz zwischen juristischer Sicherheit und Kundenorientierung. Auf HDI bezogen, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dass wir für Sie und vor allen Dingen für Ihre Kunden Transparenz auch in der Formulierung unserer Bedingungen haben, neben sozusagen den qualitativen Merkmalen. Herr Blesing. Ja, Dietmar Blesing, Volksverbund Versicherung. Also ich hatte Ihre Frage, Wanschka, mehr dahin verstanden, ob ich diesen oder ob wir diesen Begriff Schutzbedürftiger ja. denn auch so teilen und witzig oder treffend finden. Ich finde ganz charmant, muss ich ehrlich sagen. Denn am Ende des Tages ist es ja so, das sind Menschen, die in der Tat eines Schutzes bedürfen. Die haben diesen Bedarf. Sie wissen es meistens noch gar nicht, deshalb sind es keine Schutzsuchenden, sondern es sind Schutzbedürftige. Es ist vielfach die Aufgabe der Menschen hier im Raum, der Damen und Herren, den Menschen erstmal klarzumachen, dass überhaupt ein Bedürfnis da ist. Und insofern finde ich das nicht verkehrt. Inwieweit Versicherer am Ende auch schutzbedürftig sind, dazu kommt vielleicht später nochmal im Kreise dieser Runde dann. Genau. Herr Lamy, Ihre Meinung. Ja, Ulrich Lamy, Barmenia Versicherung. Ich glaube, die Diskussion, die Vorträge haben gezeigt, dass es erstmal ein sehr komplexes Thema ist. Und einer meiner Vorredner hat es ja auch schon gesagt, es ist einfach der Spagat zwischen juristisch klarer Definition und dem Kundenbedürfnis eines Laienverständnisses. Da ist wahrscheinlich noch Luft in den Bedingungen nach oben und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch einiges passieren. Da wollen wir auch gleich ein bisschen später einsteigen darauf. Das Erste, was vielleicht auch noch wichtig ist, wie sicher sind denn BU-Renten überhaupt? Also wenn man sich jetzt ansieht, die Altersrenten sind natürlich aufgrund der Kapitalmarktsituation ein sehr schwieriges Thema für die Versicherer. Das betrifft doch eigentlich die BU-Renten auch, oder? Wie sehen Sie das? Ja, man muss schon differenzieren. Der Preis für eine BU-Rente hängt halt weniger stark von den Kapitalmärkten ab, sondern in erster Linie von den Risikoergebnissen. Und da ist es schon so, dass die BU-Raten im Markt relativ stabil sind. Natürlich spielt der Rechnungszins eine gewisse Rolle und ab 01.01.2017 haben wir einen niedrigen Rechnungszins. Das wird die Beiträge nochmal um knapp 5% erhöhen. Aber für die Stabilität sind in erster Linie die Risikoergebnisse ausschlaggebend. Herr Dr. Bierbaum. Ja, ich habe da eine leicht andere Ansicht und zwar, weil wir letztendlich ja die Berufsunfähigkeitsversicherung im Gesamtkontext sehen müssen. Ja? Also letztendlich gebe ich auch da eine Garantie. Zwar ist für sich genommen, die Zinsgarantie spielt eine geringere Rolle, aber ich garantiere immerhin dem Kunden, der vielleicht mit 25 kommt, dass über 40 Jahre ein Versicherer da ist, der leistet. Und wenn der Versicherer natürlich, sage ich mal, auf einem anderen Segment wirtschaftliche Probleme hat, dann wird sich das auch irgendwie auf die Berufsunfähigkeitsversicherung auswirken. Von daher würde ich auch die Aussage von Herrn Scherer, die er zum Schluss gebracht hat, es kommt auch auf weiche Kriterien an, sogar noch ein bisschen erweitern, nämlich dass wir heute in der gegenwärtigen Phase mit den niedrigen Zinsen auch sehen müssen, dass das Thema finanzielle Stabilität des Versicherers auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung ein Kriterium ist. Weil es nützt mir ja nichts, wenn alleine die Bedingungen stimmen und der Preis stimmt, aber ich nicht weiß, ob in 20 Jahren, wenn ich vielleicht
ein Leistungsfall werde, das Unternehmen noch existiert. Also insofern stimme ich Ihnen halb zu bezüglich der Rechnungsgrundlagen, aber bezüglich des Unternehmens als Ganzes sehe ich das Thema Finanzstärke und Solvabilität schon auch in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Herr Blesing, können Sie mir kurz mal erläutern dazu, Solvency II, die Auswirkungen auf den Versicherer und was dann letztendlich das ja auch für diese Überschussrenten... Wie lange haben Sie Zeit? Also, für einen Versicherer ist es immens wichtig, eine gute Mischung im Produktportfolio zu haben. Sowohl im Bestand als auch im Neugeschäft, weil natürlich gerade Biometriegeschäft erheblich risikomindernd wirkt, was die Solvency II-Quote angeht. Die Risikoerträge, die ein Versicherer macht, spielen dabei eine sehr, sehr große Rolle. Insofern teile ich auch die Ansicht von Herrn Dr. Biermann, dass das in der Tat entscheidend ist. Momentan sehe ich aber, wenn wir jetzt mal die BU als solche betrachten, rein wenig Probleme. Ich erkenne, dass bei den meisten Unternehmen auch die, die schon über 20 Jahre BU-Geschäft intensiv betreiben, wie wir zum Beispiel, die Schadenquote doch eher so um die 40% liegt. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Tendenz, dass das Ganze sehr stark nach oben geht und damit gefährdet wird. Das Ganze wird ja über die Beitragsrabatte dann auch entsprechend abgefedert. Und da sehe ich eigentlich ein bisschen mehr eine Problematik, dass wir also teilweise in einen Wettbewerb getrieben werden, vielleicht um zu geringe Nettobeiträge. Wir haben das ja schon erlebt und das halte ich für sehr bedenklich, weil es eben auch das Vertrauen in die BU und in die Preisstabilität der BU deutlich erschüttert, wenn man mit Dumpingprämien an den Markt geht, versucht, Neugeschäft einzukaufen und dann innerhalb von kurzer Zeit die Nettoprämien dann nach oben angleichen muss. Das sind Verfahren, die wir in der Kraftfahrtversicherung schon seit Jahren kennen. Ich warne davor, dass wir das in der BU-Versicherung im breiten Maße machen, weil das wäre wirklich ein großer Vertrauensverlust für die BU. Herr Mehringer. Erstmal grundsätzlich schließe ich mit meinen Vorrednern an. Ich möchte allerdings hier sozusagen den ganzheitlichen Ansatz mal ansprechen. Und zwar, bereits erwähnt, ist natürlich die Historienbestand, eine ganz wichtige Parametrisierung, auch für ein dann in vielen Fällen positives Risikoergebnis. Gleichzeitig ist es wichtig, natürlich auch für die Selektion, auch gewisse Neugeschäftsparametrisierung. Gleichzeitig, und Herr Blesing, Sie haben es erwähnt, ist der Beitrag, auch wir, sehr bekannt, sind nicht all die der BU-Versicherer, die Kalkulation in die Zukunft vor dem Hintergrund dann eines positiven Risikoergebnisses. Wir müssen ihre Kunden schützen und das Kollektiv schützen. Darüber hinaus, glaube ich, ist in dem ganzheitlichen Ansatz ein Thema, was mir in unserem Hause ganz wichtig ist, ist sozusagen jederzeit und jeden Tag über Zahlen, Daten, Fakten der Bestände Bescheid zu wissen. Wie entwickeln sich gewisse, oder was passiert in unseren BU-Beständen, Stichwort Ultimate-Schäden, Frühschäden, um dann auch sozusagen die Individualisierungswahrscheinlichkeit in der Kalkulation auch stabil und sicher für Sie alle zu organisieren. So, und um den Kreis rund zu bekommen, ich spreche da immer vom Closed-Loop-Ansatz, sind es vor allen Dingen die Kompetenzen im Underwriting und in der Regulierung, wo sich auch perspektivisch nochmal die Spreu vom Weizen in dem dann doch sehr hart umkämpften BU-Markt nochmal trennen wird. Also Parameter an allen Fronten. Glauben Sie, dass ein Versicherer in Schieflage kommen kann, weil er zu hohen BU-Bestand hat? Selbstverständlich. Für wie viele Versicherer denken Sie das? Die Frage kann und würde ich nie beantworten, hängt natürlich auch immer vom Portfolio zusammen. Und wenn man in die Geschäftsberichte sich die Position Risikoergebnis auch ansieht und da auch so ein positives Vorzeichen kann sich im Kontext der Arbeitskraftabsicherung relativ schnell zu einem negativen Vorzeichen dann auch umwandeln. Da reden wir nicht von 10 Jahren, sondern da reden wir von 2 oder 3 Jahren. Wenn eben in dem Kontext Kalkulation, Underwriting und Regulierung falsch kalkuliert und gearbeitet wird. Das, glauben Sie, trifft hauptsächlich auf junge Unternehmen zu? Auch das würde ich verneinen.
Das hängt sozusagen, ich habe es gerade erwähnt, Closed Loop, man muss das Thema entlang der Wertschöpfungskette beherrschen. Gleichzeitig haben Versicherer, die schon jahrzehntelange Erfahrung haben, hier sitzen ja einige am Tisch, natürlich einen massiven Vorteil. Mhm. Gerade in diesem Geschäft. Herr Rapp, Sie vertreten ja nun die Canada Life, nicht deutsch. Heißt, wie groß ist das Interesse in Kanada, wenn es hier schiefläuft mit den BU, mit den BU-Beständen etc., hier wirklich dauerhaft am Markt bleiben zu wollen? Es wird nicht schieflaufen. Wir machen dieses Geschäft in Kanada seit vielen Jahrzehnten. Wir haben einen Bestand an BU, der wesentlich höher ist als das, was der größte deutsche BU-Versicherer bei sich hat. Wir machen dieses Produkt so, wie wir es hier machen, auch in Kanada und in England und in Irland. Wir sind ja kein reiner Dread Disease-Versicherer oder sonst irgendwas, sondern wir machen eine ganze Menge BU. Das ist dort auch durchaus ein gängiges Produkt. Und wir kennen dieses Verfahren mit Brutto und Netto nicht. Es gibt keinen Spread im angelsächsischen Bereich und deswegen haben wir ihn hier auch nicht. Wenn man jetzt die Tabelle vorhin gesehen hat, könnte man vermuten, aha, da will jemand neu in den Markt gekommen, mit günstigen Prämien sich Bestände aufbauen. Wir haben sehr konservativ und wie immer kalkuliert. Da ist nichts anderes gemacht worden als sonst auch. Diese Prämien sind vollkommen in Ordnung. Die sind voll garantiert, genau wie die Leistung. Wir werden genau das auch machen, was wir in unseren anderen Ländern auch machen. Da gibt es überhaupt kein Problem. Und wir sind beim zweitgrößten Rückversicherer, der mit uns das Produkt entwickelt hat, rückversichert, sodass also auch hier nochmal eine ganz große und wichtige externe Komponente hineinkommt. Aber eins bitte noch, wir quersubventionieren grundsätzlich niemals eine Produktkategorie mit der anderen. Also sollte irgendwann mal zum Beispiel bei uns die Altersvorsorge vielleicht nicht mehr so sein, wie sie heute ist, auch davon ist überhaupt nicht auszugehen, dann hätte das per se überhaupt keinen Einfluss auf die Bildung. Ja. Das wäre auch sehr kontraproduktiv, wenn man das tun würde. Denn es würde Folgendes passieren, man könnte sich vom BU-Markt verabschieden und man würde die Probleme noch verschlimmern. Man würde nämlich plötzlich eine Antiselektion bekommen, denn all diejenigen, die sich noch anders versichern können würden, würden zu einem anderen Versicherer gehen und sie würden nur die schlechten Risiken behalten und ihre Schadenquote würde plötzlich nach oben schnellen. Das heißt, ich denke mal, jeder Versicherer, der in einem nennenswerten Maße BU-Geschäft macht, für den wäre es nur allerletzte Ultima Ratio, tatsächlich an dieser Stelle einzugreifen, weil ich sonst nämlich vielleicht kurzfristig meinem Unternehmen helfen könnte, aber zumindest schon mittelfristig mir ganz, ganz neue Probleme eben über die immens ansteigenden Schadenquoten, weil mein Bestand dann einfach schlecht wird, reinholen würde. Deshalb wirklich allerhöchstens Ultima Ratio. Herr Dr. Bierb, wie wichtig ist denn die Schadensquote im Griff zu halten, damit die BU-Prämie auch langfristig halten kann? Ja gut, da stimme ich Herrn Mehringer jetzt voll zu. Also es ist unheimlich wichtig, gerade wenn man einen größeren BU-Bestand hat, dass man ein fortlaufendes Monitoring hat, haben wir natürlich auch, ja, wo man auch genau schaut, wie entwickeln sich einige Schadenursachen. Gibt es da irgendwelche Trends? Was man die letzten Jahre gesehen hat in der Branche insgesamt, ist zum Beispiel ein Trend zu einer höheren Schadeneintrittswahrscheinlichkeit aufgrund von psychischen Erkrankungen, werden dann andere Erkrankungsursachen geringer, vielleicht auch deswegen, weil Ärzte Krankheitsbilder umdefinieren und sagen, nee, das ist doch kein nervöses Herzsyndrom, das ist jetzt irgendwie eine lavierte Depression oder sowas. Ja, aber also dieses Monitoring auf der Detailebene ist unheimlich wichtig, um die Schadenquote, wenn sie sich mal verändern sollte, auch gegensteuern zu können, sei es im Underwriting, sei es auch vielleicht im Schadenmanagement, wo man frühzeitig vielleicht versucht, den Menschen wieder in seinen Beruf reinzukriegen, also ist natürlich von immenser Bedeutung. Und da sieht man natürlich auch Versicherer, die eben einen größeren Bestand haben, müssen da auch viel mehr tun, weil in dem Moment, wo was passiert, habe ich natürlich den ganzen Bestand, sage ich mal, an der Backe, während wenn ich natürlich neu reingehe, macht mir auch eine höhere Schadenquote nichts aus, weil am Anfang sind natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeiten sehr gering und da geht es nicht um viel Geld. Aber für einen großen Versicherer, also für einen Versicherer mit einem großen BU-Bestand, ist es von entscheidender Bedeutung, um die Ergebnisse zu stabilisieren. Aber da ist doch das Kind schon im Brunnen gefallen. Also wie kalkulieren Sie denn dann zum Beispiel jetzt die psychischen Erkrankungen für die Zukunft?
Naja, also erstmal muss man natürlich sagen, es ist jetzt nicht so. Also man hat, wir haben gesehen in unserem Bestand, dass die wenn man die Ursachenverteilung anschaut, dass mehr aus Psyche kommt, aber eben aus Rücken und Herz, sage ich mal, weniger und dass es insgesamt noch stabil ist. Ja. Und dann wurde vorhin auch gesagt, es gibt ja gewisse Puffer, ist ja nicht so kalkuliert, dass man bei der Nettoprämie gar keinen Gewinn machen. Also wir denken ja auch betriebswirtschaftlich. Insofern hat man da auch Luft, bevor man jetzt eine Prämie anpassen würde. Und nichtsdestotrotz, ich meine, im Schadenmanagement können Sie immer noch was tun, ja. Wenn Sie sehen, der Schaden läuft schlechter. Das heißt ja im Klartext, der Kunde kriegt dann nichts bezahlt, oder? Das nein, Schadenmanagement heißt für mich nicht nur, der Kunde kriegt was oder kriegt nichts, sondern das kann ja auch heißen, wenn ich schnell in die Schadenregulierung reinkriege, dann bekomme ich vielleicht manche Leute auch wieder in den Beruf zurück. Ja, ich glaube, weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, vor einiger Zeit gab es auch mal Artikel zum Thema, was ist eigentlich bei BU wegen Psyche, wo auch Psychiater und Leute, die sich darauf spezialisiert sind, haben gesagt, es ist, oder sagen auch die Rückversicherer, es ist von entscheidender Bedeutung, bei psychischen Erkrankungen früh reinzugehen, weil dann ist sozusagen die Chance auf eine Erholung wieder da. Und ich meine, jetzt sagen wir doch mal im Ernst, wir sind doch alle froh, wenn jemand seinen Beruf noch ausüben kann, weil selbst mit der größten BU-Rente würde wahrscheinlich die Lebensqualität schlechter sein, als wenn ich gesund bin und meinen Beruf ausüben kann. Und ich meine jetzt eigentlich dieses Schadenmanagement in einem positiven Sinn. Ich glaube auch, dass da in Zukunft noch einiges zu machen ist, wo man auch mehr Services leistet und nicht nur Geld, ja oder nein. Herr Lamme, wie ist es bei Ihnen im Haus? Wie kalkulieren Sie die psychischen Erkrankungen? Ja, vielleicht sage ich auch erstmal was zu den psychischen Erkrankungen. Ich sehe das ähnlich wie mein Vorredner. Ein gewisser Teil Umdeklaration wird dabei sein. Ich meine, vor 20 Jahren war Psyche einfach noch nicht anerkannt in der Gesellschaft. Da hat man dann die Folge beschriftet, vielleicht das Rückenleiden. Heute geht man eher auf die Ursache, das wäre dann die Psyche. Die Erkrankungsbilder nehmen zu, dafür gehen halt andere Leiden dann in unseren Beständen zurück. Wichtig ist, auch das ist vorhin schon mal angeklungen, dass man vorne schon mal anfängt mit einem vernünftigen Underwriting. Dann eine sichere Kalkulation. Wir sind hier noch ein kleinerer Versicherer. Wir bedienen uns natürlich Daten eines Rückversicherers, der halt über einen viel größeren Datenpool verfügen kann. Und was ich aussehe, ist, dass man durch Schadenmanagementmaßnahmen immer noch einige steuern kann. Und hier geht es überhaupt nicht darum, den Kunden im Stich zu lassen, sondern wirklich gemeinsam mit den Kunden dafür zu sorgen, dass er eine vernünftige Lösung erhält. Die dann wie aussehen könnte? Zum Beispiel, dass er wieder eingegliedert werden kann. Ich glaube, das ist für das Selbstbewusstsein des Kunden viel wichtiger, arbeiten zu können, als auf eine BU-Rente angewiesen zu sein. Herr Gorr, wie sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass Versicherer wegen Finanzschwäche in der BU auch Probleme bekommen? Und wie bewerten Sie das bei Prim? Analytisch bewerten wir es nicht, aber ich sehe das Risiko deswegen nicht, weil das Bedingungswerk letztendlich im Moment genügend Handlungsspielraum lässt. Dadurch, dass die Bedingungen nicht präzise und konkret sind, in all ihren Facetten, die wir jetzt heute aufgearbeitet haben, ist da durchaus ein entsprechendes Steuerungsmoment über das Schadensmanagement möglich. Das kommt ja wirklich darauf an, wie kalkuliere ich eine Vergleichsbasis als Versicherer, wenn ich einen hohen Schaden nachher letztendlich befürchte. Und solange wir die unkonkreten Bedingungen haben, würde ich das Risiko im Moment ehrlich gesagt nicht sehen, weil das Ventil ist. Okay. Genau, ich würde mal gern sozusagen aus Sicht der Kollegen im Auditorium zum Thema Leistungsquote Stellung beziehen. Natürlich ist es für Sie wichtig, Ihre Kunden bei einem guten Partner zu versichern, dass für den Fall, dass, und das wünschen wir uns alle, dass unsere Kunden sozusagen nicht erkranken, dass dann allerdings eine Kompetenz in der Leistungsregulierung da ist. Und natürlich ist es wichtig, sich die Kennzahlen der Versicherer anzusehen und die sogenannten Leistungsquoten. Darüber bekommen Sie nämlich auch Sicherheit und Stabilität, auch in den Verkauf und in die Produktauswahl. Also das heißt, es lohnt sich und aus unserer Sicht ganz wichtig, auch in der Transparenz der Offenlegung der Zahlen hier ein Statement abzugeben. Und
wenn Sie bei HDI bezüglich der Leistungsquote mal ganz klares Statement, wir stehen für Qualität, für Services, für Transparenz, allerdings auch für operative Exzellenz, sowohl im Underwriting als auch in der Regulierung, dann stellen wir fest, dass sich hier auch hier nochmal die Spreu vom Weizen trennt, nämlich dann, wenn der Schadenfall eintritt, wie es sozusagen mit den Quoten in der Regulierung aussieht. Und das zu Herrn Gore, zu den Bedingungen, hier auch ein Statement meinerseits, die Qualität der Regulierer ist auch ein Indiz dafür, wie gut oder wie transparent die Bedingungen sind, beziehungsweise das immer bei der Qualifikation, bei der Ausbildung. Und ich möchte es mal wie folgt formulieren, bis Sie heute einen Regulierer, das ist nicht der klassische Versicherungskaufmann, das ist aber auch nicht der Professor an der Universität, Sie haben erstmal einen initialen Aufwand von mehreren Jahren. Wir gehen den Weg natürlich über Rückversicherer und am Beispiel des heutigen Allgemeinmediziners, für Krankheitsbilder haben wir Spezialisten, weil der Allgemeinmediziner macht ein erstes Screening, tut es dann irgendwo etwas stärker weh, dann schickt er sie zum Spezialarzt. Also auch sozusagen die Auf- und Ablauforganisation, wie sind sie organisiert? Ein Mitarbeiter kann nicht das gesamte Spektrum der Medizin sozusagen abdecken, aber wir können spezialisieren und wir können sozusagen Fachärzte in unseren Operations-Einheiten im Umgang, im Underwriting, aber auch in der Regulierung ausbilden, und zwar kontinuierlich. Das ist kein One-Way-Ticket. Ja? Permanente Weiterbildung und Fortbildung auch am medizinischen Fortschritt. Auch da sehe ich große Unterschiede im Markt. Die wirken sich dann wie aus auf den Kunden? Was wünschen wir uns? Gespräch auf Augenhöhe, Kompetenz. Und keine Worthülsen oder Phrasen, sondern in dem Themengebiet, also erstens den Mitarbeiter in einer ganz schwierigen Situation ernst nehmen, mit ihm reden und ihm weniger schreiben. Da geht schon mal los. Solche Elemente wie Teleclaiming, ein Mitarbeiter mal im Telefonat, es geht ja auch um Prozessgeschwindigkeit, einfach weniger schreiben, sondern reden. Und natürlich ernst nehmen und vor allen Dingen gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben. Jetzt, Herr Rapp, wir haben vorhin ja von Herrn Scherer bei einem Vortrag das Beispiel bekommen, wie es aussieht, wenn man Herzinfarkt diagnostiziert bekommt. Und Sie haben ja mit den Grundfähigkeitsversicherungen ja dieses Risiko auch abgesichert. Wie haben Sie sich da gefühlt, wie Sie das da gesehen haben? Haben Sie sich da ertappt gefühlt oder hat die Canada Life da noch nie Probleme gehabt mit diesem Thema, dass man eine klare, also weitgehend klare Krankheit dann auch dementsprechend schnell und zügig bezahlen kann? Also jetzt gerade zum Beispiel im Bereich der schweren Krankheitenvorsorge, Dread Disease, die wir ja über Sali dann sogar noch länger betreiben als die Grundfähigkeitsversicherung. Wir haben viele Leistungsfälle mittlerweile regulieren können. Wir haben wenig Brieffreundschaften angenommen oder aufgebaut, um in die Regulierung zu kommen. Denn ein Merkmal bei Dread Disease ist ja, man hat den Herzinfarkt, man kann sehr schnell erkennen, war es einer laut Definition oder nicht. Und wenn es einer war, dann kann man auch sehr schnell ausbezahlen. Das ist ein Spezifikum dieser Absicherung, die ist besonders interessant für bestimmte Zielgruppen und deswegen haben wir sie ja auch und sind auch sehr, sehr glücklich, dass wir sie haben. Nein, nein, ich habe mit diesen Definitionen kein Problem. Wir haben unsere, die sind durchaus leicht angelsächsisch geprägt mit unseren deutschen Rückversicherern, wie immer. Aber es ist tatsächlich so, dass man diese Form der Versicherungen, die eine spezielle Erkrankung zum Beispiel absichern, natürlich klarer definieren kann als die Folge daraus. Ist man daraus jetzt berufsunfähig, ja oder nein? Und wenn ja, wie viel und wie lange? Und wie? Das ist ja eine vollkommen andere Form der Versicherung, die gerade der Angelsachse sehr liebt und deswegen wir sie auch hierher gebracht haben als eine Alternative. Und das funktioniert gut. Aber Sie sehen hier jetzt kein Bedürfnis, jetzt sagen wir mal, die Bedingungen klarer zu stellen?
Naja, man kann immer was anders oder besser machen, das ist jetzt nicht der Punkt, aber wir haben bisher, da sind wir damit sehr, sehr gut gefahren. Man kann es sauber definieren. Dass nicht jeder Mensch genau das versteht, was da steht, ist schon klar. Aber ich meine, selbst wenn wir uns jetzt einen Fernseher kaufen und in die Betriebsanleitung einsteigen, werden wir wahrscheinlich auch nicht alles verstehen. Das liegt in der Natur der Dinge. Wenn ich was wissen will, kann ich ja jemanden fragen. Ich kann alles googeln. Heutzutage geht es recht schnell. Also ich glaube nicht, dass das das große Problem ist. Ja, aber da geht es ja ums Leben, bei der BU zum Beispiel. Und das ist schon wichtig, dass man weiß, was man da unterschreibt. Ja, natürlich. Und deswegen sollte natürlich der Geschäftspartner von uns gut verstanden haben, wie unser Produkt definiert ist und es dem Kunden dann auch weitergeben. Und ihm im Zweifel auch andere aufzeigen, die eben etwas anders definiert sind, ob die vielleicht für ihn die geeigneteren sind. Aber sehr weit auseinander liegen die Definitionen am Ende des Tages ja dann doch nicht. Herr Blesing, sind denn die BU-Bedingungen für Sie ausgereizt? In welcher Hinsicht? In Hinsicht Klarheit oder was alles als BU definiert wird? So wie es der Kunde für sich sehen würde, dass er auch wirklich eine Rente bekommt, wenn ihm was passiert. Ich weiß gar nicht, ob der Kunde da so an den Bedingungen interessiert ist oder mehr an dem, was ihm dann tatsächlich im Leistungsfall widerfährt. Ja. Ich glaube, darauf müssen wir uns viel mehr konzentrieren. Das tun wir seit einiger Zeit. Wir haben jetzt im Laufe des Jahres verschiedenste Veröffentlichungen nach draußen gegeben, nachdem wir von Assekurata das Siegel bekommen haben, fairer Leistungsregulierer. Und ich bin sehr dafür, so sehr ich sage, ja, Herr Scherer, Sie haben recht in Ihrem Vortrag, dass natürlich die AVB vorne stimmen müssen. Aber Sie haben ja auch gesagt, man muss das Ganze ein Stück weit ganzheitlich betrachten. Und die Leistungsseite ist schon eine sehr wichtige. Und da spielt eine sehr große Rolle, meine Damen und Herren. Der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst. Und kriegen die Leistungsregulierer in den Häusern gesagt, wir wollen gerne hier eine höhere Ablehnung haben, oder wir haben bei dem Antrag sehr gut hingeguckt, der Kunde hat seine Beiträge bezahlt und wenn der Leistungsantrag gestellt wird, dann möchten wir gerne, dass eine schnelle Leistung reguliert wird, wenn wir es dann eben verantworten können, dafür zahlt er schließlich Beiträge. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt auch mehr in den Fokus kommt. Ich darf Ihnen mal vielleicht 2, 3 Zitate geben aus dem Assekurata-Rating, der ist also gesagt worden, besonders positiv fiel auf, welchen Wert der Volksverbund auf eine effiziente Regulierung mit schnellstmöglicher Leistungsentscheidung legt. Das zeigt beispielsweise in den Fragebögen, Erfassungsinstrumenten. Hier achtet das Unternehmen darauf, vom Kunden nur wesentliche Informationen abzufragen. Und weiter heißt es, im Zuge der Prüfung konnten wir feststellen, dass der Volksverbund schnell und ohne unnötige Verzögerungen reguliert. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir uns über Bedingungsdetails unterhalten. Aber wenn ich dann mal so ein bisschen auf diese Häkchenlisten komme, dann kommt es mir manchmal vor, wenn ich das mal auf ein Auto übertragen darf, als würden wir uns darüber unterhalten, ob aus den Kopfstützen jetzt noch warmer Wind gegeben wird oder nicht mehr, ob das entscheidend ist. Wir reden aber überhaupt nicht darüber, springt die Karre an, wenn ich sie brauche. Und wir müssen viel mehr darüber reden, springt das Auto an, wenn ich es wirklich brauche, wenn ich damit fahren will. Und das ist für mich im Wesentlichen auch eine Frage der Leistung, des Leistungsprozesses und der Frage, wie tickt der Versicherer, sagt der vorne, erstmal reinholen, ich kann im Leistungsfall ja immer noch gucken, oder sagt er, ich gucke vorne einmal richtig und wenn der Leistungsantrag dann gestellt wird, dann möchte ich auch, wenn nichts dagegen spricht, so schnell wie möglich regulieren. Mhm. Also, Herr Blesing, das ehrt Sie ja und ich glaube auch, dass Sie das für Ihr Haus während Ihrer Dienstzeit so in Anspruch nehmen können. Aber das ist ein Vertrag über 30 Jahre und in dem Vertrag steht das, was Sie gerade gesagt haben, nirgendwo drin, an keiner Stelle. Sondern wir haben das Problem in der Berufsbezeichnung, wie zuletzt ausgestaltet, dass wir da keine Definition haben. Das ist eine Individualität, die letztendlich der Auslegung des ehemaligen Sachbearbeiters unterliegt. Wir haben es im Anforderungsprofil nachher, was die Unterlagen und die Verweisungsmöglichkeiten angeht. Und das Thema Individualität möchte ich anhand eines Leistungsfalls kurz skizzieren. Herr Wanschke hat vor vielen Jahren den gedreht. Der ist für mich nach wie vor signifikant. Wir hatten einen Unternehmensberater, der war ein Dreivierteljahr berufsunfähig aufgrund einer Krebserkrankung und war ein Dreivierteljahr unter anderem auch in stationärer Behandlung. Hatte 2 Verträge. Einen bei einem etwas schlechteren Versicherer, heute hier nicht auf dem Podium, mit einer hohen Summe und einen Anschlussvertrag bei einem Versicherer, der heute hier dabei ist, mit einer niedrigen Summe. Der schlechte Versicherer hat nach Einreichen von etwa 50 Seiten Unterlagen gesagt, ist eine temporäre Geschichte, erkennen wir an, 2.500 Euro kriegt er. Der Nachversicherer, der zweite, der gute, mit den guten Bedingungen, da ging es um 1.000 Euro Rente, der hat nicht geleistet. Und zwar mit der Begründung,
der ist zwar im Krankenhaus der Unternehmensberater, aber wer sagt mir denn, dass der berufsunfähig ist, nur weil der im Krankenhaus ist und eine Chemo kriegt? Das mag ja sein, dass der an seinem Laptop im Krankenhaus weiterarbeitet. Ich habe mich damals furchtbar aufgeregt, wir haben auch da die Leistung bekommen, viele Jahre her. Heute sage ich, das war richtig. Weil Beruf wie zuletzt ausgestaltet, völlig egal, wo der den ausübt. Und in der Tat, wenn die Ausgestaltung darin liegt, dass der Laptop am Laptop arbeitet und alle möglichen Statistiken erarbeitet, dann ist das zumindest mal einer zusätzlichen Nachfrage wert. Dass das vorher mal auch von uns damals, logisch, anders beraten worden ist, ist ein anderes Thema. Aber das zeigt das. Und das geht nicht. Es gibt keine Zuverlässigkeit. Und die Zuverlässigkeit, die über eine Quote, also beim besten Willen, über eine Leistungsregulierungsquote etc. abzubilden, dann müssten wir in der Tat erstmal transparent machen, wie viele Fälle werden eingereicht, was passiert mit den Fällen, in wie vielen Fällen wird verglichen, welche werden abgelehnt, zu wie vielen Gerichtsverfahren kommt es und, und. Die Transparenz haben wir nicht und die steht auch nirgendwo in der Police. Und letztendlich sind Sie sozusagen als Auswahlbeauftragte des Kunden nachher für die Entscheidung oder die Empfehlung gegenüber dem Kunden derjenige, der die Verantwortung trägt, wenn Sie sich auf weiche Faktoren an der Stelle verlassen. Zunächst kauft er, man hat das im Fall der Mannheimer gesehen, wir hatten auch dort bei Premium Circle den einen oder anderen Fall, Mannheimer BU versichert, das hat mit Protector wunderbar funktioniert nachher, also als es auch die Mannheimer Leben nicht mehr gab, weil die Bedingungen gab es noch und Protector mussten sich an die Bedingungen logischerweise halten. Also das sind schon zwei Paar Schuhe und das ist das, was man messen kann. Und nur weil in der Vergangenheit das nicht messbar in den Bedingungen letztendlich niedergeschrieben wurde, heißt es noch lange nicht, dass man es nicht in Zukunft kann. Herr Dr. Bierbaum. Ja, ist nur ein Punkt, da würde ich gerne einhaken, Herr Gor und auch Herrn Blesing. Also ich bin auch der Meinung von Herrn Gor, dass so Quoten vielleicht nicht alles sind, weil das Gesamtbild doch komplexer ist. Ich würde Herrn Blesinger beipflichten, dass das Thema Fairness, dass man das schon ein Stück weit messen kann, nämlich wie geht ein Unternehmen damit um. Also wir haben da auch teilgenommen, wir haben da auch was teilweise gelernt. Ja, also man hat uns zwar gesagt, ihr seid gut, aber es gibt immer noch Dinge, die man auch besser machen kann. Und ich glaube auch, dass die letztendlich nachvollziehbar sind. Letztendlich jedes Unternehmen, von dem Sie heute ein Produkt kaufen, Sie kaufen immer das Produkt und Sie kaufen irgendwelche Rechte dazu, aber Sie kaufen eben auch ein Produkt von einem Unternehmen. Und ein Unternehmen steht auch für irgendwas. Also das ist die eine Aussage. Die andere ist zu dem konkreten Fall, nur weil der vielleicht nochmal deutlich macht, dass wir doch bei BU und Dread Disease, wenn wir vermischen es so ein bisschen, ich will auch gar nichts werten, sondern sagen, da sieht man, dass das sehr, sehr unterschiedliche Produkte sind. Das eine Produkt, BU, das sichert einfach ab, dass ich ein Einkommen habe, wenn ich meine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Und zwar total egal, aus welchem Grund. Ja. Es muss gar keine Krankheit in dem Sinn sein, es kann ein irgendwie gearteter Kräfteverfall sein, irgendwelche Symptome, die dazu führen, ich kann diese Tätigkeit nur noch zu 49,9 und weniger ausüben. Während eine Dread Disease ist sozusagen, die geht nicht von hinten los, sondern von vorne, die sagt, wir zahlen, wenn irgendeine Bedingung eingetreten ist. Und also wenn du Krebs hast, zahlen wir. Dann ist sozusagen wurscht, ob ich noch mein volles Einkommen ziehe. Ich krieg's halt, wenn ich Krebs habe. Und es sind halt zwei verschiedene Ansätze. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu sehen und auch zu schauen beim Kunden, wer hat welchen Bedarf. Aber es ist aus meiner Sicht definitiv nicht substitutiv. Ja. Herr Lamy. Ich glaube schon, dass wir Grenzen haben zwischen BU und den Produkten, die dort drunter liegen. Andererseits ist es so, dass der doch sehr intensive Bedingungs- und ja, Prämienwettbewerb der letzten Jahrzehnte hat natürlich dazu geführt, dass die Berufsgruppendifferenzierung immer weiter gefasst wurde. Und bei so einem Spiel gibt es halt Sieger und es gibt leider auch Verlierer. Und Verlierer sind halt insbesondere die Berufsgruppen, die halt eher körperlich tätig sind, speziell die handwerklichen Berufe. Für die ist es inzwischen tatsächlich relativ teuer geworden und da bieten sich andere Absicherungsformen an. Es sind ja eigentlich zwei Gründe. Ich sag mal, es wird immer wichtiger werden, das Thema Erreichbarkeit einer BU oder einer Arbeitskraftabsicherung. Und dazu gehören zwei Faktoren. Das ist einmal der Preis. Da habe ich schon was zugesagt für die, ich sag mal, höheren Berufsgruppen. Und das zweite ist das Thema, ja, Risikogesundheitsprüfung. Und je mehr ich mich an dem Beruf orientiere, desto vermehrt spielen auch, ich sag mal, Vorerkrankungen eine Rolle. Sodass es durchaus sinnvolle Absicherungen unter, ich sag mal, der Königsdisziplin BU gibt.
Und wie sieht es aus in der Königsdisziplin? BU, ist, sind dort die Bedingungen ausgereizt für Sie? Oder sagen wir mal, nicht jetzt so unwesentliche Bedingungen, sondern von den wichtigen, von den Kernbedingungen, sind die ausgereizt? Da muss ich jetzt auch noch mal wie Herr Bläsing fragen. Meinen Sie jetzt leistungsmäßig oder eher, was die Transparenz angeht? Leistungsmäßig? Ich glaube, leistungsmäßig sind Sie inzwischen weitgehend ausgereizt, ja. Herr Gorsch, Sie schütteln den Kopf. Nee, also weil wir das so gar nicht sehen. Wenn man es auf den Punkt bringt, dann ist die Berufsunfähigkeitsversicherung im Moment bezogen auf die Vertragsbedingungen das unehrlichste Produkt, was wir bei Versicherungsbedingungen haben, weil es extrem viel im Unklaren lässt. Ein Vorschlag wäre, was man machen könnte, man könnte hergehen und könnte sagen, das ist unser verbindliches Bedingungswerk, das leisten wir verbindlich, das leisten wir nicht und das leisten wir vielleicht. Das wäre ja schon mal ein Kompromiss. Aber Fakt ist, das haben wir ja heute gesehen, sonst gäbe es ja auch nicht 342 unbestimmte Begriffe und unverbindliche Formulierungen, dass da extrem viel Handlungsbedarf hinten dran hängt und dass es subjektiv ist. Die Vorstellung des Versicherten, der zu den Vermittlern in die Beratung kommt, von dem Fall einer Berufsunfähigkeit und der auslösenden Leistung ist eine völlig andere, wie die Regulierungspraxis nachher beim Versicherer, der sich ja letztendlich das Recht zugesteht, zu entscheiden, ob er leistet, wie lange er leistet und wann er leistet. Ja, und da müssen wir in der Tat eine Klarheit schaffen. Das mag sein, dass das vielleicht von der, aus Ihrer Sicht, von der, aus der aktuellen Handlingssicht ausgereizt ist. Ob das aber in der Praxis tatsächlich der Fall ist, das müsste bewiesen werden. Da sehe ich keinen Beweis. Gut, das war jetzt aber eher das Thema Transparenz und Eindeutigkeit. Und weniger der Leistungsumfang an sich, der abgesichert wird. Was ist denn der Leistungsumfang? Zum Beispiel, dass ich die abstrakte Verweisung, den Verzicht habe. Ich glaube, dass wir an den Bedingungen selber inzwischen sehr viel getan haben. Und Sie haben es ja selber schon mal gesagt, das sind weltmeisterliche Bedingungen. Nein, wir nicht. Ich habe Herrn Franke zitiert. Die Aussage ist nicht von uns. Okay, das ist nur ein Zitat. nein, Sie sind kein Weltmeisterniveau. Herr Mehringer. Bitte. Ja, genau. Erstmal, Herr Bläsing, Entschuldigung, Sie wurden gerade mit der Leistungsquote konfrontiert. Das habe ich gesagt. Und trotzdem möchte ich nochmal auf die Leistungsquote kommen, weil auch hier spreche ich vom ganzheitlichen Ansatz. Und natürlich ist eine Leistungsquote wichtig. Ich möchte es gerade mal formulieren, warum. Das eine ist das Produkt. Dahinter stehen Bedingungen. Wir haben gesehen, die sollten möglichst transparent sein, immer in der Zweifaltigkeit Kunde und juristische Sicherheit. Und dann sollen die Bedingungen auch noch in einem Longtail-Geschäft 30 Jahre halten. Also Parameter Nummer 1. Darüber hinaus, Parameter Nummer 2 ist, und dann sind wir bei der Qualifikation, Umgang mit wirklich komplexen Risiken, teilweise mit wirklich rasanten Veränderungen auch in der Medizin, dass man da Schritt hält als Haus. Da sind wir bei den Qualitätsmerkmalen, sowohl im Underwriting als auch in der Regulierung, mit einer klaren Unternehmensphilosophie, die ich auch nur haben kann, wenn ich das Thema selbst tue und nicht zu Dienstleistern bzw. Zurückversicherern gehe. Weil dann bin ich nämlich Provider und ich bin weg von dem Steuerungsmechanismus. Wie HDI damit umgeht, glaube ich, ist klar. Wir tun das selbst. Und am Ende des Tages, wenn Sie sich für einen Anbieter entscheiden, ist es natürlich wichtig, ob ein Anbieter, der auch da gut ist, ist in diesen Parametern eine Leistungsquote von 30, 40 oder 50 hat. Weil da ist dann irgendwas in der Leistungsregulierung schwierig, so möchte ich es mal formulieren. Ein Versicherer, der ein gutes Bedingungswerk hat, hier sitzen alle da, die können eine Leistungsquote allein aufgrund des Bedingungswerks eigentlich schon prognostizieren. Allein aufgrund der Bedingungen können Sie eine Leistungsquote sozusagen schon festschreiben, Herr Gohr. Das sagt ja auch Premium Circle. Also, nach wie vor plädiere ich dafür, ganzheitlicher Ansatz, Leistungsquote ist natürlich wichtig, die Kompetenz und natürlich das Produkt und natürlich auch der Umgang und die Transparenz mit den Bedingungen. Also ein Parameter ist zu wenig. Sind trotzdem Ihrer Meinung die Bedingungen ausgereizt? Es ist niemals irgendwas im Leben ausgereizt. Und an was arbeitet der HDI jetzt? Ich habe es vorhin erwähnt. Also das eine ist Transparenz im Umgang mit Ihnen. Ist egal,
ob mit unserem Vertrieb in Workshops, dass wir sozusagen das kommentieren und auch dann übersetzen, was wir sozusagen in den Bedingungswerken niedergeschrieben haben. Da spreche ich wirklich von Transparenz und natürlich auch Qualifikations- und Transparenz im Umgang mit unserem Produkt bei HDI. Sie müssen wissen, was Sie bei uns einkaufen. Und danach, ich bleibe dabei, sind wir immer im Spagat Verständlichkeit, Kundenorientierung versus juristische Pflicht, die wir leider heute haben. Und wir müssen heute was formulieren, was de facto in 30 Jahren noch standhält. Und das ist nicht so einfach. Herr Blesing, wie sieht es beim Volksverbund aus bei den Bedingungen? Was wir gerade tun? Wo wird gearbeitet? Was machen Sie besser? Wir haben eine Kommission eingerichtet, die heißt Klartext. Und wir versuchen, die Bedingungen nach einem Regelwerk, diese Gruppe hat sich also in einer Broschüre Regeln gegeben, da steht zum Beispiel drin, ein Gedanke, ein Satz und so ähnliche Dinge. Keine zusammengesetzten Substantive. Wir versuchen, die Darstellung jetzt einfach mal auf eine verständliche Art und Weise zu machen. Ob das der Transparenz hinterher hilft im Sinne, so wie wir es heute hier besprochen haben, weiß ich noch nicht. Denn das ist auch ein Stück weit, sagen wir mal, das Dilemma, in dem wir stecken. Wir sind auf der einen Seite gefordert, schlagen Sie die Zeitung auf, fragen Sie Verbraucherschützer, Versicherungen versteht man nicht. Das ist ein Produkt, was niemand versteht, was in irgendwelchem juristischen Deutsch abgefasst ist. Das muss verständlicher werden, das auf der einen Seite zu erledigen und auf der anderen Seite aber auch eine klare Ausrichtung, eine möglichst präzise Leitlinie für den Einzelfall zu haben. Und diese Dinge zusammenzubringen, ist eine Herkulesaufgabe. Das kann ich Ihnen jetzt aus mittlerweile, na, wann ist die Gruppe gestartet? So ungefähr vom halben Jahr, vom guten halben Jahr. Das fällt viel leichter zunächst mal in den Marketingunterlagen und in den Briefen. Da kann man das viel einfacher tun. In den Bedingungen ist das deutlich schwieriger, aber wir versuchen das anzugehen. Aber darin liegt auch die Krux, das eine und das andere gleichzeitig zu erfüllen, ist vielleicht sogar objektive Unmöglichkeit. Aber wir sprechen, oder haben vorhin ja von Herrn Gahr gehört, es gibt 342 unbestimmte Begriffe. Sind da welche dabei, die Sie dann zu bestimmten Begriffen machen wollen? Ja, mit Sicherheit nicht alle 342. Ich fürchte, das gelingt auch nicht. Schauen Sie, wenn ich Herrn Scherer vorhin richtig verstanden habe, hat er über unbestimmte Begriffe geredet und hat ein Beispiel genannt oder Beispiele genannt, unter anderem die Auslegung des BGH. Und mir ist dabei aufgefallen, das BGH verwendet selber unbestimmte Begriffe in seiner Auslegung, weil es teilweise gar nicht anders geht. Der BGH spricht von, da muss die soziale Stellung berücksichtigt werden. Entschuldigung, ein absolut auslegungswürdiger und unbestimmter Begriff. Herr Neuhaus hat zur Lebensstellung gesagt, das ist stets die Beurteilung des Einzelfalls. Und auch das ist das Dilemma immer bei AVBs. Ich muss die AVBs machen, bei uns mittlerweile für 250.000 BU-Risiken. Möglichst gleichförmig, unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten. Und trotzdem muss es im Einzelfall der Mensch, der den Unfall mit dem Auto erleidet, der Mensch, der eine Krebserkrankung hat oder der sonst wie meint, jetzt eine Berufsunfähigkeitsleistung beanspruchen zu dürfen, es muss den Einzelfall aber trotzdem berücksichtigen. Und das auch unter einen Hut zu bringen, ist vielleicht die zweite Herkulesaufgabe. Alles in allem würde ich sagen, es vergehen noch ein paar Vorsorge-Workshops, bis wir das gelöst haben. Okay, danke. Also das Geschäftsmodell ist langfristig tragfähig, würde ich sagen. Herr Dr. Bierbaum, wie ist es bei der alten Leipziger? Wo sehen Sie Ansatzpunkte, das Bedingungswerk zu verbessern? Also ich glaube auch, dass sozusagen diese Kriterien, die man hat, wann man immer zahlt, dass die eigentlich schon an vielen Stellen ziemlich ausgereizt sind. Ich glaube auch, dass das Thema Verständlichkeit der Bedingungen wichtig ist. Wir haben auch schon Prototypen produziert, also auch mit diversen Instituten, die sich sozusagen um Vereinfachung der Sprache bemühen. Und ich muss auch sagen, es liest sich leichter. Ja? Das sind keine Bandwurmsätze mit Schachtelsätzen mehr drin und so weiter. Also man kann es besser lesen. Ich habe nur leider die Befürchtung, dass die Adressaten, die Kunden es vermutlich nicht lesen, aber vielleicht macht es für andere wie Premium Circle oder auch für Sie das Lesen leichter. Auf jeden Fall kann man nach außen sagen, wenn man es lesen würde, könnte man es auch verstehen. Also das ist der Weg. Ich glaube, der ist auch wichtig. Wir haben in dem Zusammenhang auch versucht, so viele unbestimmte Begriffe wie möglich zu eliminieren. Ich muss sagen, es ist uns teilweise gelungen. Teilweise sehe ich es ein bisschen anders als Herr Gahr, glaube ich. Und zwar, weil ich glaube, dass sozusagen manche Dinge sich einfach nicht, sage ich mal, algorithmisch beschreiben lassen. Ja?
Oder wenn wir es versuchen täten, das, was wir heute alles mit ein bisschen unbestimmt beschrieben haben, dann würde die Bedingung vielleicht 1000 Seiten lang, ja, so ähnlich wie das deutsche Steuerrecht. So jeder Einzelfall wird, das heißt das und das heißt das und das heißt das. Und deswegen glaube ich, dass so ein Mittelweg, da wo es relativ einfach ist, es so bestimmt wie möglich zu machen, aber an ein paar Stellen eine Öffnung zu haben, um auch zu sagen, ich kann dem Kunden, dessen Lebensstellung jetzt halt dann doch gefährdet ist, doch eine Leistung bezahlen und ich habe es nicht. Aber also, da kann man lang drüber diskutieren. Das ist auch fast schon eine philosophische Frage. Was kann ich in Verträgen klären, was nicht? In jedem Vertrag, den ich als Unternehmen schließe, ist irgendwie eine salvatorische Klausel drin. Das heißt, wenn wir irgendwie feststellen, dass der Vertrag an der Stelle nicht reicht, dann müssen wir gucken, was wohl gemeint war. Ja? Und ich glaube, das kann man einschränken, auch im Kontakt mit Kunden. Aber ich glaube, ich persönlich nicht, dass man es vollständig eliminieren kann. Außer die Verträge sind trivial, wie du bist tot oder du lebst. Ja? Und selbst da. Aber ich kann, darf ich noch ganz kurz schnell darauf antworten, aber ich kann schon quantifizieren, wie viel Gutachten ich haben will, von wem ich die Gutachten haben will, welche Unterlagen erforderlich sind und, und. Ne? Und ich kann nicht im Wagen bleiben, was zumutbar ist, was ausführlich sein muss, ohne das in irgendeiner Form zu spezifizieren. Und da ist sehr, sehr viel Spielraum, sehr viel. Das war ja da, wo ich sagte, ja. Wo es geht, macht man es, wo es nicht geht, da ist man sich manchmal uneins. Aber ich würde gerne mit dem Lösungsansatz, mit einem wirklich ganz konkreten Lösungsansatz um die Ecke kommen. Und zwar hat meine Tochter, die wird jetzt 12, vor 2 Wochen eine Hospitation bei uns in den Operations-Einheiten gemacht. Und die hat natürlich auch im Underwriting und in der Regulierung vorbeigesehen und hat dann Bedingungen gelesen. So, am Abend kam sie nach Hause und hat gesagt, Papa, das war schon alles ziemlich kompliziert. Warum erklärt ihr das nicht in YouTube-Videos? Das ist für mich auch die Antwort. Generation Y, und wir reden hier nicht von Generation Y, ist die Art des Kommunikationskanals, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Auch für sie ganz spannend, es werden immer mehr werden. YouTube wird sich wirklich etablieren oder irgendwas anders. Aktuell ist es YouTube. Dass wir komplexe Themen in einfachen Sprache sozusagen adressatengerecht transportieren. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass ich die kleine Innovation meiner Tochter aufnehmen werde und schauen Sie vielleicht in den nächsten Monaten mal auf YouTube, wenn wir unsere Bedingungen oder das ein oder andere Thema erläutern. Stichwort Leistungsübersichten. Das ist, wenn ich an die Zukunft denke, viel transparenter und haptischer als komplexes zu versuchen, zu versprachlichen. Natürlich ist es versprachlicht, aber man muss es adressatengerecht adressieren. Deshalb hat sich der Besuch meiner Tochter bei uns im Hause gelohnt. Herr Blesing, hier gleich noch mit der Anschlussfrage. Meine Tochter ist schon 30, oder was möchten Sie wissen? Für was hat sie sich denn entschieden? Hat sie einen BU-Vertrag, so wie es fast alle Deutschen abgeschlossen Selbstverständlich. Haben? Selbstverständlich. Mit dem falschen Leistungsdauer? Mit der falschen Versicherungsdauer? Also, da... Und leider nicht der Möglichkeit, dass man es jetzt anpassen kann, weil man jetzt bis 67 arbeiten soll. Ist sie da glücklich mit dieser Entscheidung? Das sind sehr viele Fragen auf einmal für einen Vater. Aber ich versuche es mal. Also selbstverständlich hat sie einen BU-Vertrag und selbstverständlich hat sie einen BU-Vertrag bis Endalter 67. Ob der mal reicht bis 67, weiß ich natürlich nicht. Das ist ganz klar. Sie ist Ingenieurin, sie hat selbstverständlich mit ihrem Einkommen gestartet, adäquat, und hat durch verschiedene Nachversicherungsmöglichkeiten, die nicht nur auf Spezialanlässe bezogen sind, sondern auch Karrieresprünge beinhaltet, die Möglichkeit, da schon, was die Höhe angeht, einiges anzupassen. Ich glaube, da hat sie schon vieles richtig gemacht, hatte ja auch einen guten Berater an der Stelle. Dass hier die Flexibilitäten schon größer geworden sind in letzter Zeit, kommen wir mal wieder zum Ernst und zu dem Hintergrund Ihrer Frage, ist, glaube ich, unbestritten. Dass wir, was die Flexibilitäten angeht, noch kein echtes lebensbegleitendes Konzept haben. Ich glaube, das steht auch außer Frage, da ist mit Sicherheit noch eine ganze Menge zu tun. Aber in dem Maße, in dem sich Produkte parametrisiert haben über die Zeit, sehe ich da gute Chancen, dass das auch passiert. Es muss am Ende aber auch noch verständlich bleiben. Es muss für die Damen und Herren im Saal noch verstehbar sein. Es muss vor allen Dingen für Sie in der Beratung zu Ihren Schutzbedürftigen hin, ich habe gelernt,
zu ihren Schutzbedürftigen hin auch anwendbar sein. Auch der muss es ja am Ende noch ein Stück weit verstehen. Und auch hier muss man sagen, nicht alles, was das Ganze flexibler macht, macht es auch einfacher. Die Einfachheit muss am Ende auch gewahrt bleiben. Herr Rapp, fangen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema Generation Y. Natürlich weiß man, dass die sehr kurz nur informieren. Also damals, wie ich AskCompact gegründet habe, da war die Überlegung, gegen das damalige Magazin einfach kurze Texte zu machen, und zwar mit einer plakativen kurzen Überschrift. Warum? Weil man dann die Überschriften gelesen hat, und die Interviews haben wir genauso gemacht. Die Frage war kurz, bündig, und so ist es auch heute noch. So, die Generation Y tickt genauso. Also kurze Informationen. Wie sollte sich denn der Makler jetzt eigentlich verhalten, wenn man sich das komplexe Thema der Arbeitskraftabsicherung anschaut, das den Leuten so rüberzubringen? Weil eigentlich haben wir ja hier gesehen, BU-Beratung dauert 3 Stunden durchschnittlich. Wenn ich mich mit Ihren Beratern da unterhalten habe, haben die das alles bestätigt. Aber das macht ja, sagen wir mal, so aus der Generation Y eigentlich kaum jemand. Oder ist das eine falsche Annahme? Naja, die Generation Y ist ja auch nicht genau gleichgeschaltet, also da wird es solche und solche geben. Ich finde die Idee mit dem YouTube-Kanal tatsächlich interessant. 12-Jährige haben tatsächlich manchmal ganz gute Ideen. Wir können jetzt nicht für bestimmte Generationen andere Bedingungswerke schaffen, das geht ja nicht. Wir verkaufen auch an 40-Jährige nach wie vor oder an noch ältere Menschen. Aber warum eigentlich nicht? Warum kann man nicht für verschiedene Generationen andere Bedingungswerke anbieten, die wirklich für die Generation auch passt? Ja, ist eine gute Frage. Könnte man mal drüber nachdenken, aber bisher haben wir das noch gar nicht in Erwägung gezogen. Auch das ist vielleicht mal ein interessanter Ansatz. Warum haben wir eigentlich nicht für ältere Menschen ein anderes Bedingungswerk als für Jüngere? Oder zumindest eins, das entsprechend dem ist, wie diese Menschen normalerweise unterwegs sind. Okay, also das ist ein interessanter Gedanke, dem werden wir mal nachgehen. naja gut, die Produkte sind ja dann auch anders. Ja. Das eine ist eine sofort beginnende Rente und das andere. Ja. Aber ich meine, generell waren wir immer bestrebt, von dem Jahr 2000 an, als wir hier angefangen haben, sehr transparent zu sein. Wir haben uns immer auf die Fahnen geschrieben, Canada Life ist ein transparentes Unternehmen, wir wollen transparent sein. Heute redet jeder über Transparenz, wir haben es versucht schon vor vielen Jahren zu machen. Da ist uns nicht alles gelungen, das weiß ich auch, aber wir haben es trotzdem als Philosophie, als Gedanke immer in uns gehabt. Und wollen auch daran weiterhin arbeiten. Diese paar Ideen, die wir jetzt gerade hier gemeinsam erarbeitet haben, sind gar nicht schlecht. Ich glaube, da nehme ich ein bisschen was mit nach Hause. Und dann ist es ja auch schon eine fantastische Veranstaltung gewesen. Die Bedingungen können gleich sein. Nur die Ansprache sozusagen entlang der Altersstrukturen, die müssen wir differenziert vornehmen. Und zwar für Sie. Glauben Sie wirklich, dass die Bedingungen gleich bleiben müssen, wenn ich jetzt einen 55-Jährigen habe, der noch bis 67 arbeiten soll, oder einen 25-Jährigen habe, der das ganze Leben vor sich hat? Dahinter steht ja ein kalkulierter Tarif und demzufolge sind erstmal die Bedingungen gleich, außer man hat sozusagen altersgruppenspezifische Tarife. Mhm. Ja, aber für mich liegt die Lösung für die Kollegen im Auditorium in der sozusagen zielorientierten Ansprache. Das kann YouTube sein, aber ich möchte, Sie haben ja von Generation Y gesprochen. Genau. Kontext Arbeitskraftabsicherung. Die größte Herausforderung für die Kollegen im Auditorium ist, und da unterscheidet sich das Thema Arbeitskraftabsicherung fundamental von vielen, vielen anderen Risiken, ist, dass Sie heute konventionell in ein Abschlussgespräch gehen, Sie führen sozusagen mit Leidenschaft und unglaublich viel Aufwand dann Gesundheitsfragen aus und sind dann sozusagen abhängig davon, was ein Erstversicherer Ihnen als Votum abgibt. Die Digitalisierung wird dafür sorgen, und das ist auch mein Thema, ich bin jetzt auch sozusagen gerade in den letzten Jahren und als der in unserem Hause für das Thema Digitalisierung zuständig ist, natürlich Kompetenzen zu Ihnen zu verlagern. Und die Digitalisierung, und das wissen Sie, und das ist auch ein Thema, wofür ich ganz persönlich und unser Haus steht, ist eine Risikoprüfung am Point of Sale, die adäquat ist,
die modern ist, die Ihnen die Möglichkeit gibt, entlang der mobilen Endgeräte von PCs, auch hier mal ein Statement, ja, PCs sind weltweit am Aussterben. PCs entwickeln sich nur noch zum Business-Objekt, aber nicht mehr im digitalen Zeitalter, dass sozusagen in vielen Haushalten sterben die PCs aus und wir sind bei mobilen Endgeräten. Also Klartext, wir müssen auch im Kontext Generation Y oder Digitalisierung, weil der Kunde fordert das, auch mal das eine oder andere digitalisieren. Allen voran sehe ich hier eine Risikoprüfung am Point of Sale, die adäquat ist und natürlich die Sie zum gewünschten Ziel bringt, nämlich Annahme, Ablehnung und nicht permanent eine Rückkopplung zum Erstversicherer. Das sehe ich auch als ganz, ganz wichtiges Thema. Und das können auch nur Versicherer anbieten, die hier eine jahrelange Erfahrung haben. Herr Dr. Bierbaum, wie sehen Sie die Thematik? Ist es möglich, mit Kurzfilmchen so eine Beratung durchzuziehen? Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass der Berater, also dass Sie durch ein Kurzfilmchen obsolet werden. Ich denke, das sind alles unterstützende Dinge. Ja. Teilweise geht es ja darum, überhaupt erstmal Neugier zu wecken und zu sehen, was ist das überhaupt für ein Thema, um was geht es da. Und da halte ich durchaus, sag ich mal, die Schriftform nicht mehr für das Zeitgemäße, was die jungen Leute betrifft. Und da sind sicherlich so Filme ganz gut. Ja. Ich glaube, da kann man eine Menge machen. Ich sehe es eigentlich auch so ein bisschen wie meine Vorredner. Im Grunde, die Bedingungen, die können im Wesentlichen gleich bleiben für die verschiedenen Generationen, die müssen sich nur insgesamt weiterentwickeln. Das ist ja praktisch die rechtliche Basis und das andere ist die Erklärung dessen, was in der rechtlichen Basis zu finden ist. Und da muss man sicherlich neue Wege auch gehen. Ja. Und bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema, das schließt sich ja da jetzt wunderbar an. Welche Rolle spielt denn der Vermittler in der BU-Beratung als solches? Mit den Möglichkeiten, Marketingmöglichkeiten, die jetzt hier gegeben werden, ist ja ein bisschen was anderes, wie wenn es danach von Ihren Kunden womöglich in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die Schadensfälle nicht so bezahlt werden, wie Sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Also sprich, kann den Vermittler sich überhaupt aus der Haftung rausnehmen, wenn er BU vermittelt? Es waren jetzt, glaube ich, auch wieder mehrere Fragen. Also die eine Frage habe ich so verstanden, ist der Vermittler überhaupt noch wichtig bei BU? Da würde ich sagen, definitiv, weil wir stellen ja fest, wir diskutieren ja schon lange, BU ist ein komplexes Produkt, ist beratungsintensiv, man wird es vielleicht einfacher kriegen, aber ich glaube, ohne eine qualifizierte Beratung durch einen Menschen, in welcher Form auch immer, wird es schwer zu verkaufen sein. Und dann geht es ja gerade weiter. Also wenn ich berate, dann erwarte ich ja, also ich sage, ich als Versicherer denke ja, Sie, die da sitzen, Sie interessieren sich für das Thema, das heißt, Sie sind da drin, Sie verstehen auch, ob die Bedingungen jetzt gut oder weniger gut sind und Sie wissen auch, wie das Produkt funktioniert. Und jetzt würde ich mal so sagen, wenn man den Kunden richtig berät, ihm erklärt, wann das Produkt leistet und wann es vielleicht auch nicht leistet, wie es tickt, dann ist das sozusagen ein normales Haftungsthema. Ja? Also wie bei allem. Ja? Ich muss es halt richtig erklären und wahrscheinlich muss ich es auch geeignet dokumentieren, aber dann sehe ich das jetzt nicht als hochkritisches Thema an. Ja? Aber ich darf ihm halt keinen Unsinn erzählen. Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss die erwarten, also nicht, wir haben ja heute teilweise immer noch das Thema, dass man vor x Jahren, wir auch, ich sage jetzt mal als Versicherer, da gucke ich jetzt gar nicht nach unten, sondern da gucke ich in mich rein, gesagt haben, hier, wir machen jetzt eine Hochrechnung, unsere heutige Deklaration ist 8%, das rechnen wir jetzt mal 30 Jahre hoch und jetzt kannst du einen Kredit abschließen und den tilgst du dann damit. Und damit haben wir natürlich Erwartungen geweckt, die wir am Ende nicht halten konnten, war vielleicht nicht unsere Schuld, sondern der Staat hat auch eingegriffen, aber letztendlich, das Schlimme ist immer, wenn ich eine Erwartung wecke, die ich nicht erfüllen kann oder wo ich Glück brauche, um zu erfüllen. Und das gleiche Thema habe ich doch in der BU-Beratung auch. Ja. Wenn ich die richtige Erwartung wecke, weil ich das Produkt verstehe, die Bedingungen verstehe, dann habe ich auch kein erhöhtes Haftungsrisiko. Würden Sie dann die Haftung für den Makler übernehmen? Naja, ich kann natürlich die Haftung für den Makler nicht übernehmen, weil es natürlich im Makler seine Verantwortung, die Beratung richtig zu machen. Ja. Ich meine, sowas wie eine Globalenthaftung ist ja illusionär. Herr Lamy, wie sehen Sie das? Kann man das über Beratungsprotokolle lösen, das Problem, oder ist das rechtlich schwierig? Nein, man kann erstmal durch Produktkonzeptionen, durch technische Unterstützung zumindest den Vermittlern unter die Arme greifen, dass das Haftungsrisiko reduziert wird. Nehmen wir zum Beispiel den Übergang zwischen KT auf AU. Wir haben da das Verdienstsicherheitsprogramm
Das heißt, wenn KT und BU beides bei uns im Haus abgeschlossen ist, dann gibt es da definitiv keine Lücken. Das sind halt Dinge, wo man über das Produktkonzept halt das Haftungsrisiko reduzieren kann. Gleiches gilt für den Übergang BU hinter der Pflegesituation, wo wir die passenden Produkte abbilden. Gleiches geht durch technische Unterstützung, sei es Beratungsprotokoll oder andere Dinge. Nur abnehmen können wir eben die Haftung auch nicht. Herr Blesing, wie sehen Sie das Thema? Also ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass irgendein Richter auf die Idee kommen könnte, einen Makler in die Haftung zu nehmen, weil er nach bestem Wissen und Gewissen belegt mit, was weiß ich, M's oder F's oder Sternen oder was auch immer, am besten noch von drei Vergleichen, sich augenscheinlich verantwortungsvoll mit der Auswahl des BU-Versicherers auseinandergesetzt hat und dann einen Versicherer angewählt hat, der dann aus welchen Gründen auch immer nicht zahlt, wo ein anderer vielleicht in diesem Einzelfall gezahlt hätte. Ich glaube, so weit sind wir in Deutschland Gott sei Dank nicht und werden an der Stelle auch nicht dahin kommen. Insofern sehe ich das nicht unbedingt. Wo ich Haftungstatbestände vielleicht sehe, ist, wenn man sich nicht mit der Produktauswahl als solche gehörig auseinandersetzt und wenn man sagt, ich sehe nur die BU und akzeptiere auch, dass dieser Mensch bei dem, was er an liquiden Mitteln aufwenden kann, jetzt irgendwo 300 oder 400 Euro Monatsrente bekommt, während ein Alternativprodukt in diesem speziellen Fall vielleicht bedarfsgerecht die 1200 oder 1500 Versorgung durch eine Grundfähigkeitsversicherung, durch eine EU oder etwas Ähnliches sichergestellt hätte. Sprich also gerade bei körperlich-handwerklich Tätigen, da glaube ich schon, dass man da vielleicht aufpassen sollte, nicht immer das Königsprodukt zu wählen, aber weil die liquiden Mittel nicht ausreichen, die Höhe eben nur in homöopathischer Dosis zu wählen, das würde ich vielleicht dann doch für gefährlich sehen. Herr Mehringer, wo sehen Sie die Haftungsproblematik für den Makler? Also erstmal glaube ich, dieses Thema lässt sich nur lösen in Partnerschaft mit Ihnen. Da sind wir wieder bei dem Thema Transparenz, bei dem Thema Ausbildung und natürlich auch in der permanenten Erläuterung dessen, was wir tun. Ich komme jetzt mal mit einem Beispiel. Ja, wenn wir einen Fall ablehnen müssen im Underwriting, dann ist auch hier die Transparenz wichtig, dass wir ihn nicht sagen, aus medizinischen Gründen können wir den nicht annehmen, sondern dann auch jederzeit in die Erläuterung dessen gehen, warum dieser Fall sozusagen nicht abgelehnt wird. Also nicht angenommen wird. Ja. Also hier sind wir auch wieder in der Erläuterung und sozusagen in dem partnerschaftlichen Umgang miteinander, auch im Regulierungsprozess, Sie sozusagen mit auf die Reise zu nehmen bei der Betreuung des Kunden, das nicht als Einbahnstraße des Versicherers zu machen, sondern immer in Kombination. Da ist noch viel Luft nach oben, ganz klar, ganz viel Luft nach oben. Aber das muss der Weg sein. Partnerschaftlich die beste Betreuung und demzufolge auch eine Haftungsminimierung für unseren Kunden zu organisieren. Herr Rapp, wie schaut es bei der Canada Life aus? Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Wir haben den Vorsorgeplaner schon seit einigen Jahren entwickelt, der unterstützt unsere Geschäftspartner eben in der biometrischen Beratung das richtige Produkt oder die richtige Vorgehensweise zu sehen. Wie Herr Blesing schon sagte, ist gerade bei Handwerklichen zum Beispiel eben sehr schnell eigentlich angeraten, lieber auf ein Alternativprodukt zu gehen, das aber in der richtigen Höhe und auch mit der richtigen Laufzeit abzuschließen, als eben eine sehr, sehr kleine BU, die am Schluss niemandem hilft. Also solche Dinge, da sind wir in der Pflicht, es Ihnen zu geben, mit Ihnen das zu trainieren und Sie das dann auch anzuwenden. Da muss hinten ein Protokoll rauskommen und dann, glaube ich, sind die meisten Dinge schon auch abgefedert. Wer natürlich einen echten Fehler begeht, und das kann auch mal passieren, der hat dann vielleicht mal ein Problem. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Haftungsthema schon beherrschbar. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde, zur Thematik. So heißt ja eigentlich die Diskussionsrunde, die Zukunft, Zukunftsperspektiven für Makler. Vielleicht noch mal ganz kurz, Herr Rapp, fangen Sie mal an. Wo sehen Sie die Zukunftsperspektiven für Makler?
jetzt aus dem Bild jetzt in der Biometrie zum Beispiel? Ja, gerade in der Biometrie und dann eben auch in der Begleitung über ein Leben hinweg bis zu einem im Zweifel stattfindenden Leistungsfall hat doch der Mensch ein ganz anderes Potenzial in seiner Beziehung zu seinem Kunden als jetzt ein Roboter, Robo-Advice oder eine sonstige Plattform. Diesen Vorteil, diese Bindung, diese Menschlichkeit in der Geschichte, die muss er pflegen, hegen und pflegen und nutzen. Dass er sich nicht aus der Digitalisierung rausnehmen kann, ist klar. Und da gibt es ja auch sehr viele vernünftige Ansätze, wie man das eine mit dem anderen verbinden kann. Aber wenn er sich darauf konzentriert, sagen wir mal, das, was ihn ausmacht als Menschen und das, was er dazu nehmen kann, damit es dem Kunden einfach gemacht ist, dann ist er gut unterwegs, dann kann er getrost in die nächsten Jahre schauen und dann dürfte ihm auch nichts passieren. Herr Mehringer. Ja, den Wettbewerb der Zukunft, nicht nur im Kontext der Biometrie, führen wir über das Produkt, über die Kommunikation und über die Dienstleistung, immer im Kontext der digitalen Transformation, die sich nicht wegdiskutieren lässt. Deshalb glaube ich, dass hier die Herausforderungen, aber vor allen Dingen die Chancen liegen. Und das Beispiel vorhin mit YouTube war ja nur ein kleiner Teaser. Ich glaube, wir müssen moderne Eingangskanäle gemeinsam für unsere Kunden organisieren, um dann auch wirklich die beste Lösung dann auch für unsere Kunden dann am Start zu haben. Herr Blesing. Es gab jetzt gerade eine Studie von Oliver Wyman, Unternehmensberatung, zum Thema Versicherung 2025, Wege für Sieger oder so ähnlich hieß es im Untertitel. Und da gab es gerade für den Lebensversicherungsbereich zwei Szenarien. Eins, wo die BAV sehr stark gefördert wird über neue staatliche Wege, wo man davon ausgehen darf, dann, dass das BAV-Geschäft sehr stark nach oben geht, aber nicht unbedingt für so mittelständische Versicherer und mittelständische Makler, sondern das wird dann mehr unter den Tarifvertragsparteien ausgemacht. Und ein Szenario, wo das vielleicht eher, sagen wir mal, evolutionär passiert gegenüber heute. In beiden Szenarien war aber ganz klar zu sehen, es gibt Produktbereiche, die weiterhin wachsen und zwar stark wachsen, in beiden Bereichen. Das ist erstens der Bereich der Biometrie, all das, über das wir heute gesprochen haben, insbesondere der Bereich der Arbeitskraftsabsicherung. Zweitens der Bereich der fondsgebundenen Ansparprodukte und der alternativen Garantien. Und drittens der Bereich vom Sparen hin zum Entsparen, etwas, über das wir Versicherer auch schon seit Jahren reden. Da müssen wir mal ran und da werden wir mal, so richtig angepackt haben wir es nie. Erinnert mich so ein bisschen bei der Biometrie an Pflege, haben wir auch alle immer schon gesagt, nee, spannendes Produkt und müssen wir unbedingt mal, ich weiß, ich war 2005, 2006 mit Professor Helden auf der Seniorenkongressen, also nicht als Zielgruppe, sondern als Produktgeber und haben dann da schon drüber geredet. Es gibt Produktbereiche, die müssen wir jetzt einfach mal angehen, die sind dann einfach angesagt und wenn wir das konsequent machen, Biometrie, alternative Ansparprodukte und uns konsequent vom Sparen zum Entsparen hinwenden, dann ist mir um die Zukunft von Maklerversicherern auf der einen Seite, insbesondere aber auch den Maklerpartnern auf der anderen Seite nicht bange. Danke. Herr Lamy. Ja, ich würde mich jetzt erstmal nur auf die biometrische Absicherung konzentrieren. Das ist das Produkt, was wirklich im Markt ja quasi eine Alleinstellung hat. Jeder Verbraucherschützer befürwortet es auch. Und da ist einfach noch enormes Wachstumspotenzial gegeben. Und auch bei allen Unterstützungen, die wir durch Digitalisierung und was auch immer liefern werden, gerade in diesem Bereich kommt Ihre Kernkompetenz, nämlich eine fundierte Beratung, wirklich zum Ausdruck. Und da liegt Ihre große Chance, gerade in der Biometrie. Herr Dr. Bierbaum. Ja, also ich kann meinen Vorrednern beipflichten. Ich würde vielleicht einen Punkt betonen. Also sicherlich wird durch die Digitalisierung das Thema Kundenverhalten und die Kanäle über die Kunden an uns rankommen, für Sie und auch für uns als Versicherer anders. Und darauf müssen wir uns zwingend einstellen. Das ist sozusagen das Thema Kommunikation und Kundenzugang. Das andere Thema ist aber letztendlich, sage ich mal, auch Kosten und Effizienz, weil natürlich die Rahmenbedingungen immer mehr Kostendruck erzeugen. Von daher werden auch, ich denke, da sind wir auch wieder gleich betroffen, wir werden alle schauen müssen, dass wir die technischen Möglichkeiten nutzen, um Dinge, die keinen Menschen brauchen, zu automatisieren und unsere Fähigkeiten, die wir nur als Menschen haben, die so ein Roboter nicht hat,
einzusetzen, Kunden zielgerecht zu beraten. Und es wird natürlich umso notwendiger sein, je umfassender der Versicherungsschutz ist. Und von daher ist natürlich BU auch ein kanonisches Produkt, weil es einfach doch ein bisschen komplex ist, weil der Schutz eben so groß ist. Und da sehe ich eigentlich schon eine gute Zukunft für uns alle, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Herr Gorr, Sie haben gerade Ihre Firma verkauft, die sich auf diese biometrischen Risiken spezialisiert hat als Makler. Ja, also ja. Ich hatte allen Ernstes. Haben Sie da noch Interesse? Also, was war Ihr Grund? Haben Sie nicht mehr an den Makler geglaubt? Oder was war der? Warum ich die Maklerfirma verkauft habe? Ja, oder? Weil es geht ja jetzt um die Zukunft des Maklers. Doch, ich habe schon an den Makler geglaubt, aber für mich war das aktuell keine Basis mehr, ganz klar. Die Produkte außerhalb der privaten Krankenversicherung im BU-Bereich weiter zu vertreten. Das war in der Tat der Grund. Und ich setze eins drauf, wenn mein Vertrag des Verkaufs des Unternehmens das sozusagen hergegeben hätte, hätte ich eine ganzseitige Anzeige in die FAZ gesetzt und hätte mich entschuldigt dafür, was wir an BU-Verträgen verkauft haben in der Vergangenheit, weil wir die Kunden eben nicht transparent beraten haben. Und für mich war die Entscheidung, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich werde über Premium Circle das mir Mögliche tun, auch an dieser Ecke für mehr Transparenz und für mehr Qualität im Markt zu sorgen und alles das, was wir heute hier erlebt haben, sozusagen voranzutreiben. Und mein Rat für die Zukunftsperspektive wäre ganz klar Fachwissen gepaart mit persönlicher Kompetenz, unternehmerischem Engagement und vor allen Dingen sich nicht von irgendwelchen Werbeaussagen, Rätern, den M's oder den F's dieser Welt leiten zu lassen, sondern selbst zu lesen und selbst zu überlegen, was kann ich verantworten, was kann ich an der Stelle vertreten, ist das für mich klar? Und falls es unklar ist, auch das mit dem Kunden zu besprechen. Dann werden Sie eine Kundenbindung hinkriegen, die digitale Welt nicht schaffen wird. Ja, gut. Danke, meine Herren, für die interessante Diskussionsrunde. Ich hätte natürlich noch ein paar Themen mehr gehabt, aber das hilft jetzt nichts. Die Zeit ist fortgeschritten. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Part über. Dankeschön.